Hallo, willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Bevor wir jetzt da reingehen, machen wir noch ein wenig andere Kleinigkeit. Und zwar will ich mal schauen bei den Fähigkeiten. Kompressor für Rauchpumpen. Das dazu verfolgen wäre ein wenig Blödsinn. Ich glaube, man kann hier auch das hier auch verfolgen. Machen wir mal. Und natürlich haben wir hier noch was für nix. Das bringt jetzt, glaube ich, so nicht viel, aber wir hauen es mal rein. Und neue Kleidung haben wir noch nicht. So. Wo müssen wir noch nicht hin? Müssen wir die jetzt finden, oder? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Verrick und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabbas Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass sie nicht warten. Die hat überhaupt kein Rückgrat, oder? Okay, die Quest verfolgt man noch nicht. Ja, stimmt. Du hattest wohl recht. Du gewinnst. Kommt man da irgendwo hin? Ja, raus. Verricks Kontakt ist draußen in der Steppe. Spritzt du gefällig nix? Woher weißt du das? Oh, mal zuhören. Irgendein zweitklassiger Hacker interessiert mich nicht. Eilers Kontakt sagt, sie nimmt keine Aufträge ab. Vielleicht sollte ich mal ein paar Takte mit dem Kontakt reden. Viel Glück. Wir kommen kaum raus aus dem Crimson Dawn Bezirk. Er wohnt quasi in unserer Landebucht. Ich wette, Eiler Brenn weiß, wo man gute Hacking-Ausrüstung findet. Mhm. 68 Meter ist denn was? Das ist der Aufzug. Ich wollte gerade ausprobieren, ob ich jemanden Blaster zocken kann, aber nein, geht nicht. Ah, da darf ich nicht rein, alles klar. Das hatten wir ja schon mal. Aber hier haben wir natürlich auch noch einiges zu lösen. Ich frag mich gerade. Nur 57? 84? Ich dachte, es wäre hier. Sieht heute am schnellsten aus. War da nicht irgendwie was mit weibliches irgendwas? Die Jackets nehmen sich einen Augenblick Zeit und winken den Zuschauern zu. Wo sieht man das? Tatur-Fatir scheint das heutige Rennen ihr kalt zu lassen. Das ist weiblich? Sind alle männlich? Und jeder der eifrigen Jockeys will heute Tag den Sieg für sich beanspruchen. Enttäusch mich nicht.
Iniki! Hat wohl nicht gestimmt. Wir haben ein paar Credits verdient. Hier ist doch irgendwie was, oder? Bestimmte Tageszeiten, das kann natürlich auch sein, ne? Huch! Anlehnen? Nee, nee, nee. Sabak dürfte mich auch mal reizen, das zu spielen, aber... Das werden wir später mal machen. Da ist ein Fragezeichen, 61 Meter. Ich weiß halt nie, ob das oben ist oder unten ist, oder... Ah, das scheint unten zu sein. Okay, tut weh. Da haben wir, glaube ich, was entdeckt. Senden kann ich dich? Du hast eine Truhe auf jeden Fall. Wie kommt man da hin? So nicht. Was anschauen? Aha. Vielleicht braucht man da auch das bessere Hacking-Tool, das kann natürlich auch sein. Oh, hallo. Schauen wir uns mal hier um. Schacht öffnen. Nichts gebrochen, hoffe ich. Nee, na gut. Benötigt Hacking Kit. Na, da schauen. Aber das Zeug, da können wir schon mal mitnehmen. Aber wie ging es eigentlich um die Truhe? Okay, was hast du zu sagen? Hey, mir ist ein kleines Nebengeschäft hier aufgefallen. Ich habe nichts zu verbergen. Wenn Sie Ärger mit dem Imperium haben, kann ich Ihre Probleme mit nur ein paar Kredits lösen. Oh, danke für den Tipp. Interessant. Okay, lassen wir mal ganz kurz. Da ist der Korrupte. Da ist der Schatz, da komme ich aber nicht dran, da brauche ich das Hacking-Tool. Wertloses Schiff. Okay, das versuchen wir mal zu verfolgen. Vielleicht sehen wir es dann besser. Und da kommt Bruder Eva. Nach der letzten Saison sind sie noch eine Revanche.
Kann es sein, dass der hier drin ist? Ich habe gehört, dass an den Tischen gefälschte Kredits im Umlauf sind. Das ist echt mies. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Okay, machen wir mal eine Runde, oder? Kessel Sabak ist eine der ganzen Galaxie beliebte Sabak-Variante, in der die Spieler ihre Chip-Depots trotz der imperialen Steuer gefüllt halten müssen. Gegner? Nee, der ist nicht da. Schummel? Belohnung, Wertgegenstand? Ne, wir lassen das mal. Ich suche eigentlich den Idioten da. Bist du Jinjo? Und wenn ich es bin? Der Schlickwühler, bei dem du dein Schiff kaufst, will dir einen Schrotthaufen andrehen. Das taugt nichts. Man kann hier einfach niemandem trauen. Du willst bei den Pikes aussteigen? Wäre eine Schande, wenn Gorak davon hören sollte. Vielleicht erkauft das dein Schweigen. Ich weiß von nichts. Er ist nichts der Ruhe, bitte. Okay, dann haben wir doch schon mal was gelöst von so einem Nebenjob. Da komme ich nicht rein, ne? Da gibt es richtig Stress. Da hätten wir noch was. Und da hätten wir noch das Essen. Das würde ich auch gerne machen. Wir könnten die Abkürzung nehmen, dadurch, ne? Hä? Wodurch war das jetzt? Anscheinend hat irgendeine Gestalt gestern Abend alle Partien gesagt. Nee, ich lauf doch hier. Er kann sich so schnell verlaufen, ne? Das Futtern wollte ich sowieso mal ausprobieren. Und hier müssen wir sowieso dann auch noch nach dem Falschgeld suchen. Hey, Sie da mit dem süßen kleinen Merkal. Wie kann ich Ihnen helfen? Verkaufen, das wäre schon mal ganz gut. Alle werden sagen verkaufen. Schwupp. Anfragen. Was? Was ist denn das? Mehr Informationen bitte. Benötigt Teile. Wenn man denen da die Teile bringt, dann bastelt er uns da irgendwie was. Okay, kaufen. Erhöhe die Menge der erhaltenen Adrenalins. Mhm. Da haben wir ja schon was drin. Das haben wir schon gekauft. Ach komm, das machen wir jetzt auch. Danke sehr. Danke. Ausrüstung. Bringt uns ein wenig Vorteile. Dran zu machen kann man hier nicht, ne? Doch, Aussehen verhindern. Sehr schön. Und nicht vergessen, keine Rückerstattung. Das ist mir schon klar. So, gibt es hier irgendwie was noch? Anlehnen bloß. Sie sehen aus, als würde Ihnen ein kleiner Ein. Darf ich Ihnen etwas ganz Besonderes? Da ist auch noch Fragezeichen, aber ziemlich weit weg. Ist das ein Frosch oder soll das mal ein Schwein gewesen sein? Ich
Bodo war der Vorfahre des gemeinen Abiktofa. Wie Sie sehen, haben sie eine äußerst ähnliche Knochenstruktur. Bericht zu einer wissenschaftlichen Expedition. Unsere Expedition zum eingestürzten Hügel war eine Reise ins Ungewisse. Dieser Hügel inmitten der Steppe ist ein Zeugnis der stürmischen Wetterverhältnisse auf dem Mond. Die aufgegebene Wetterstation ist dem Einsturz des Hügels zum Opfer gefallen und sollte als Warnung für die Unberechenbarkeit seiner Umgebung betrachtet werden. In ihren Herzen fanden wir ein außerordentlich interessantes Artefakt, ein unscheinbares Stück Amberine, von denen einige glauben, es verfüge über heilende Kräfte. Leider mussten wir das Forschungsgebiet verlassen, da unser Lager von Raubtieren angegriffen wurde. Und wir haben schon wieder was Neues gefunden. Da waren wir doch auch schon mal. Willkommen! Was kann ich für Sie tun? Kaufen? Gibt's da irgendwie was? Das haben wir ja schon. Da muss ich besser mein Ruf sein, ne? Rauchbombe, das haben wir schon. Da haben wir 11, ne? Und 3 Brunnen, okay. Vielleicht nächstes Mal. Gut. Wir wollen ein bisschen mal umschauen. Na, schau an, ein Gyros, eine Gyros. Okay, ich glaube, wir fressen mal was. Da ist unser Haber-Haber-Stand. Schon wieder hier. Vielleicht nur ein kleiner Happen. Diesmal können wir es uns leisten. Ein Schee Moskat, bitte. Ach du Scheiße. Sieh dir das an. Wow, das riecht toll. Ah, ich glaube, das wächst alles hier auf Toshara. Und das kostet 200 Credits. Lass uns essen. Du zuerst. Ah, besser als Brams Fisch mit Grütze, hm? Nein, das war falsch. Wusste gar nicht, dass man hier so Minispielchen machen muss. Diese Schoten haben so viel Aroma. Ohne Kacke, jetzt kriege ich Hunger. Ja, sieht nicht ganz fertig aus. Ich habe eine Idee. Ist echt cool, ne? Maisquilt.
Nimm noch was. Das ist gleichzeitig süß und rauchig. Ach, nach oben war das. Das haben wir so schlecht gesehen. Köstlich. Bist du jemals nicht hungrig? Wiedersehen. Oh, kenn ich, Kumpel. Kenn ich. Neues Nix, Neckerli. Cool. Ah, das kann man bloß einmal machen. Okay. Ist aber cool. Irgendetwas fehlt. Vielleicht ein bisschen mehr. Fleisch. Wie viel für den Kleinen? Was? Was? Für ihn? Er ist was Besonderes. Nicht zu verkaufen, du Blödmann. Er ist nicht zu verkaufen. Komm schon. Du kriegst auch eine Portion aufs Haus. Vorsicht. Er beißt. Bist du mal bescheuert oder was? Ich dachte, ich kriege hier Informationen über die Credits. Wir werden mal... Dürftig, da komme ich nicht rein, ne? Das da wollte ich eigentlich dann noch machen. Und hier ist auch noch was, aber das ist weiter weg. Ach, das war da drin, ne? Schau mich hier mal um. Die lassen mich da nicht rein, ist ja klar. Was darf es denn sein? Das Übliche? Heute werde ich mal Robuma probieren. Einmal Robuma, kommt sofort. Okay, es ist auf jeden Fall unten. Und hier müssen wir mal rumschnüffeln. Ist die Frage, ob wir hier was entdecken? Sie da! Kommen Sie und sehen Sie sich meine Waren an! Ne, wir haben nichts kaufen. Was gibt's hier? Da muss der Ruf gut sein. Beehren Sie mich bald wieder. Was ist denn hier? Hier könnte ich auch ein Gespräch belauschen. Schon neu öffnen. Kriegen wir da irgendwelche Informationen? Einer der Händler auf dem Markt könnte die Verbreitung gefälschter Credits verantwortlich sein. Können die zutage fördern? Entschuldigung. Da haben wir noch irgendwas. Ich finde hier keine Infos. Das haben wir schon, ne? Ja. Thank you.
Ich mach da rein. Aber hier waren wir ja auch schon. Hallo. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen. Das ruckelt manchmal ganz schön. Hey, Sie! Schauen Sie sich doch mal um! Ich muss ein neues Restaurant finden. Also, ich finde hier nichts. Und die Kantine, das kann man ja auch verbessern. Okay. Also, nee, ich finde hier irgendwie nichts. Das muss ich mal irgendwann nochmal in Ruhe machen. Tresorraum, ja, da komme ich auch nicht dran. In die Kantine den Ruf verbessern. Ist doch fast die Spielhölle, ne? Ich würde mal sagen, wir müssen hier raus. Doch, man kann hier rauszoomen. Sabotage. Da ist der Stoff. Doch ganz gut gemacht. Okay, nehmen wir mal das raus. Ach, ich muss da wirklich da rein. Wirklich ohne Scheiß. Aber das kann doch nicht wahr sein. Und da darf ich nicht rein, ne? Ich fürchte, du bist nicht von Interesse. Na gut, bin schon weg. So eine Nervensäge. Muss ich mich hier irgendwie schwierig fühlen. Stehlen verschlechtert den Ruf. Blöde ist, ich muss zur Landeplattform. Wir haben ja hier schon mal alles geklaut. Ich weiß nicht, ob man da wieder klauen kann. Nein, ist nur einzigartig da. Oh, die Gegner sind wieder da. Immer schön konzentriert bleiben.
Wagen da drüben! Was ist das? Stell mich nicht auf die Probe! Die Umgebung ist noch immer... Was wird das, wenn's fertig ist? Hab ich dich! Schon gut, alles klar, es ist vorbei! Mist, darf mir da nicht erwischen lassen. Hat's dann einmal geheißen, ich kann den Ruf verbessern? Ich probier's noch einmal. Ansonsten lassen wir was. Ansonsten lassen wir was einfallen, den Ruf zu verbessern. Leg los, Nix. Ich will... Hm? Was? Ich muss mich da durchschleichen. Dreht er sich um? Ich weiß es gar nicht. Aber den da oben soll sich auf jeden Fall umschalten. Ich freue mich auf meine Ablösung. Die ist da. Puh, wo muss man hin? Dahinter? Hier kann man Verfolger leicht abschütteln. Du verarsch mich doch. Kommt jemand? Er ist tot! Durchsucht hier alles! Showtime, Kumpel! Ich sollte mir mal Wie komme ich da? Zurück an die Arbeit! Was wird denn das, wenn es fertig ist? Da ist er, ne? Hey, sag mal, kennst du zufällig eine Hackerin namens Ayla Brenn? Sie sucht nicht nach Aufträgen. Oh, ich will sie nicht anheuern. Ich bin selbst Hackerin. Ganz ruhig, ich ergib mich. So ein Mist. Ich dachte, es funktioniert noch. Also am leichtesten ist, wenn man doch ein bisschen besseren Ruf hat. Okay, ich würde mal sagen, wir verpissen uns hier. Das machen wir anders mal irgendwie. Wir versuchen den Ruf zu verbessern. Ich habe alles bezahlt. Wie immer. Das waren die alten Beträge. Das haben wir doch schon gelesen, oder? Der letzte Woche wegen der öffentlichen Sicherheit erhöht. Mehr habe ich nicht. Das kann er uns doch nicht immer wieder antun. Doch kann er. Sie haben einen Tag. Ich verkaufe nur das Beste. Hast du immer noch Ärger mit den Sturmtrupplern? Ständig.
Die lassen mich nicht in Ruhe und jetzt ist meine Fracht nicht angekommen. Keine Bacta-Fiolen, kein Yuma-Saft, nichts. Moment, ich bekomme noch Rabatt, oder? Das war das beste Angebot auf Mirogana. Und es war einmalig. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Es sei denn, das Imperium hört endlich auf, mir das Geschäft zu vermiesen. Und wenn ich dir dabei helfe, deine Lieferung zu finden, dann könnten wir das Angebot vielleicht dauerhaft beibehalten. Wenn du das tust, bekommst du dein Leben lang Rabatt. Meine Ware war auf einem Schiff namens Windsegler. Windsegler, ja? Ich halte danach Ausschau. Okay. Auf Karte anzeigen, wo ist das? Na, das ist da drin, das ist nicht gut. Das ist nichts gut, ich sehe hier. Das haben wir nicht gefunden. Windtunnel, da haben wir auch noch was. Wertvolle Artefakte. Verschwundene Lieferung, wo ist das? Das ist gleich da außen, ne? Schauen Sie hier nochmal ganz kurz um. Aha, okay. Ich hoffe, ich laufe jetzt da richtig. Auf jeden Fall raus. Und wo geht's dahin? War ich da schon? Ja, das hat man hier schon mal. Da war ich hier schon mal. Aber konnte ich nichts tun? Die Windsegler. Das ist das Schiff. Okay, was ist hier los? Hey, ist das die Windsegler? Was ist mit Yonkas Lieferung passiert? Yonka hat nicht bezahlt. Also haben die Zollbeamten von Renpali alles beschlagnahmt. Und du sagst ihm das nicht, sondern haust einfach mit seinen Kredits ab? Ist doch nicht meine Schuld, dass er mit den Zahlungen im Rückstand ist. Wenn du dich drum kümmern willst, viel Spaß. Toll. Wo finde ich denn diese Zollbeamten? In der Renpali-Station. Aber warte nicht, dass die Yonkas Waren kostenlos rausgeben. Mhm. Was ist jetzt das? Das wollte jetzt das auch nicht. Was für Station? Ich habe keine Ahnung, wo ich sein soll. Ich dachte, ich kann die hier irgendwie so finden oder so. Hey, wo sind wir denn jetzt hier? Im Orbit ist die.
Ist interessant. Da müsste ich auf mein Schiff. Nee, das machen wir noch nicht. Da suchen wir uns jetzt was anderes raus. Und zwar... Da wird es mit der Rauchbombe. Da wird es mit Stoff. Da hat man einen Windtunnel. Und was ist das da überhaupt? Sabotage? Mhm. Irgendwas in der Nähe, außer den Scheiß da? Da ist ein Schatz. Den holen wir sich jetzt. Komm, deine kleinen Füße machen jetzt mal Pause. Au. Jetzt wollte ich auf das Fragezeichen gucken, irgendwie. Das ist aber irgendwo anders, ne? Das ist da. Wo ist das jetzt? Erzähl's noch. Wenn der Speeder hier ein bisschen fit ist. Na, jetzt geht's noch. Da waren wir doch schon mal, oder? Huch. Sprich mit den Rennfahrer. Da haben wir doch schon mal Informationen gekriegt. Der da. Hey, du siehst aus, als kämst du gut mit einem Gleiter klar. Rennen gefällig? Nee. Nein, danke. Na schön. Komm wieder, wenn du dich mal traust. Mir geht's doch hier wegen dem Schatz, den ich hier eigentlich suchen wollte. Ich glaube, da muss er erst reinfahren, kann es sein? Oh, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf auf das Rennen. Und so muss ich doch den Schatz. Festhalten! Hey du, bist du auf dem Wettrennen? Ich will die Gewinnchance natürlich optimieren. Und das machen wir natürlich, wenn wir den Gleiter natürlich aufgerüstet haben. Das macht für mich mehr Sinn. Und bei der Gelegenheit, wenn wir so Sprungschanzen sehen, wollen wir mal so einen Sprung ausführen.
Ist da jemand? Bitte, wir wurden von Piraten angegriffen. Hört mich jemand? Ja, ich. Sind das die Piraten oder was ist das? Das sind die Zivilisten hier, oder? Hast du nicht drauf? Strähne hält an. Ja, noch. Was ist mit dir? Ach, das ist die, wo wir weggeschickt haben, ne? Wo versteckt die sich jetzt? Das war jetzt hier oder was? Komisch, auf wen haben die gefeuert? Zeit zu verschwinden, Nix. Vorbei, oder? Entschuldigung, mein Fehler. Ich übe noch. Okay, ziehen wir es durch, Nix. Hier sind wir doch richtig, oder? Hier soll ein Schatz sein? Fusionsschneider. Jetzt. Da waren wir schon mal. Bereit, Nix? Okay, neues Ziel. Da ist die Hoffnung. Die stirbt zuletzt. Dann würde ich sagen, holen wir sich den Stoff. Der Stoff aus den Gehälten sind. Doch nicht lang, ne? Dahinter. Ne, wir brauchen noch bessere Chancen. Da hätten wir eine. Meter. Wie komme ich da wieder hin? Würde ich gerne nochmal probieren. Nicht so. Wirklich nicht so.
Was? 59 Meter? Ach komm. Den einen Meter hätten sie mir uns auch noch schenken können. Ist hier Feindgebiet oder was? Drüben ist auch, da geht's auch lang. Ich höre hier, aber ich kann es noch nicht so einordnen. Niemand darf uns sehen. Klar, nix? Warum? Ist alles ruhig, glaube ich. Schön leise, nix. Die sollten wirklich mehr Leute einstellen. Da oben ist jemand. Ich sollte mich mal melden. Die Pikes sind ein Fitz. Ich muss meinen Blasten. Oh, da hat schon ein wenig mehr eingesteckt. Und da hast du recht nix. Ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Habt ihr was von den Bossen gehört? Ist hier jemand? Wo ist meine Verstärkung? Da oben ist auf jeden Fall jemand. Das kann doch nicht alles sein, oder? Hoffentlich werde ich hierfür bezahlt. Habe ich die Uhrzeit für den... Was? Okay. Jeder sollte Angst vor mir haben. Was siehst du? Dass da jemand ist? Der schlimmste Auftrag aller Zeiten. Dann los. Ich wollte eigentlich gleich das Teil da nehmen. Aber gerade jetzt sind auch gut. Stoff, aus dem die Helden sind. Fähigkeit freigeschaltet. Ach, ich brauche noch das Leder. Den Kompressor für Rauchbomben brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, wir hauen so ab, wie wir herkommen sind, oder? Oder fast. Okay, das haben wir eigentlich... Das ist mein Kleider, der interessiert mich absolut nicht.
Mysteriöse Glücksbringer gibt's da und da gibt's den Kompressor oder. Der ist da hinten irgendwie, ne? Wie wär's mit einer Spritztour? Gucken, ob wir da hinten rauskommen. Also ich finde, in einem Meter hätten es uns schon noch geben können. Hallo Jungs. Raus, das können wir zurückblasen. Hey! Also manchmal. Was ist das hier? Ich fahr direkt auf die scheiß Ding zu, oder? Nee, das war nix. Da müsste ich irgendwie hin. Sehe ich alles von der Felsen her. Oh, da dreht sich die Kanonen. Westliche Turbolaser. Da will ich noch gar nicht hin. Mann, du bist so doof. Zum Kacken manchmal. Festhalten. Irgendwie da hoch. Da kommt Luft raus, wie das dauert. Also, da kann ich nicht rein. Ich muss doch keine Akrobatik machen hier, oder? Das ist wirklich ein Felsgetüm hier, ne? In einer aufgegebenen Wetterstation inmitten eines Hügels. Ich frage mich gerade, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich außenrum, kann es sein? Oh, das wäre lustig, ey. Oder muss ich irgendwie rüberspringen? Nein, das kann doch nicht sein. Oder? Ich schau mir da mal die Höhle, schaue ich mir jetzt mal kurz an. Vielleicht kann ich bloß mein Kleider nicht rein. Okay, hat sich geklärt. Fahren wir. Vermutlich kommt man da wieder raus. Das kann man ganz gut vorstellen. Nirgendwo was zum Klettern, ne? Wobei das da eigentlich schon irgendwie so ausschaut. Nee. Okay, achso, ist irgendwie viel.
Gibt es Neuigkeiten? Wie soll ich die... Stopp! Du bist nicht befugt, dich hier aufzuhalten. Hast mich gar nicht gesehen. Da oben sind auch welche. Wie kommst denn du? Wir leuchten da rum. War sicher nichts. Da war nichts. Kommando zurück. Na komm, hauen wir ab. Ich würde gerne mal da irgendwie so hinten rum. Geht eine Leiter runter. Sichert diesen Bereich. Moment mal. Das tat weh. Ja, und da haben wir wieder das Spiel fortsetzen. Patrouille, hier sollte man mal abpassen. Also da sind zwei da. So, schlauerweise machen wir den von der anderen Seite. Okay, wir kommen, glaube ich, rein, oder? Wer bist denn du? Nicht schlecht, nix, jetzt kein Mucks. Okay, ob das jetzt so gut war oder nicht, lässt sich bestreiten. Ich versuche einen Weg da reinzufinden. Das schaut aber wohl schlecht aus. Entweder... Oh, wow. Ah doch, ich hätte eine Idee. Wie heilt sich mal? Eins probiere ich noch. Na los, das geht schneller. Und zwar mit dem Speed reinfahren. In die Höhle. Wo war die? Moment, da geht's da hoch, oder? Nee, das ist der Händler, aber da geht's wirklich hoch. Oder? Nee. Nee, ist reine Verarschung hier. Sitzen? Nee, haben wir keinen Bock. Ich dachte jetzt wirklich, wo ist mein Kleiner? Gut festhalten.
Tatsächlich. Ich frag mich, wohin das führt. Jetzt weiß das. Eingestürzter Hügel, da gibt es zwei Schätze. Ja, ich würde mal sagen, jetzt haben wir wenigstens den Weg reingefunden. Und wir müssen hier noch die zwei Schätze finden. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen, weil die Folge geht jetzt schon ziemlich lang. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.